Jetzt ist die Frage, wo findet man Übungen? Also was kann man denn empfehlen zu tun? Ich habe selbst so angefangen, dass ich mir Gedanken für mich selbst gemacht habe und mir einfach Sachen ausgedacht habe und ausprobiert habe. Es ist Kreativität und es ist einfach ein Ausprobieren, was könnte gut sein, was kann funktionieren. Wenn das dann kombiniert ist mit dem, was man in Ausbildungen lernt und was man vielleicht teilweise auch im Internet findet oder halt auf Videoplattformen findet, sich ein bisschen Gedanken dazu macht und es nicht nur einfach eins zu eins übernimmt, kommt man, glaube ich, schon ein gutes Stück. Und es gibt ja jetzt auch das DVV-Athletik-Konzept, in dem im Prinzip einmal so grundlegend für jugendliche Sportler eine ziemlich große Palette an möglichen Übungen präsentiert wird. Und damit kann man schon ganz schön viel machen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, das ist auch gut aufbereitet. Ich war da selber ein bisschen involviert, das war jetzt ein jahrelanger Prozess, das entstehen zu lassen und dass alle einverstanden sind. Da wurde jetzt, glaube ich, ein gemeinsamer Nenner gefunden von vielen Athletiktrainern von Stützpunkten und Nationalteams, die da alle mitgearbeitet haben, die gesagt haben, okay, mit dem sind wir im Prinzip alle einverstanden. Und das ist halt so, der Athletiktrainer ist jemand, da hat jeder seine Steckenpferde und jeder wird in eine total andere Richtung gehen. Der eine sagt, wir müssen den FMS machen und ganz viel dehnen, der andere sagt, wir müssen in den Kraftraum und nur die Langhantel nehmen. Damit haben wir schon zwei sehr konträre Positionen. Und irgendwo ist da ein Mittelweg gefunden, der vor allem für jedermann leicht ausführbar ist und wo man, glaube ich, materialmäßig außer einem Stab und einer Matte im Prinzip nichts benötigt.